Hey Leute, willkommen wieder bei Bannermeister und ja, heute geht es wieder um ein kleines Video und ich möchte vorher anmerken, dass ich etwas erkältet bin, deswegen nicht wundern, wenn ich vielleicht etwas anders klinge oder ähnliches, aber ich gebe mein Bestes und möchte jetzt dieses Video unbedingt machen, deswegen lasse ich mich davon natürlich nicht unterkriegen. Ja, es geht heute um ein Spiel für die Wii U, was ich mir geleistet habe. Es geht nämlich um Bayonetta 1 und 2 Special Pack für die Wii U, wo der erste und der zweite Teil zusammen drin sind, was ich sehr cool finde. Wie ihr vielleicht bei einem Neuzugängen-Video mal gesehen habt, beziehungsweise auch im Hintergrund sehen könnt, habe ich mir die First Premium Edition gekauft von Bayonetta 2, wo ebenfalls beide Spiele drin sind und ein Artbook oder sowas. Das möchte ich allerdings nicht auspacken, deswegen habe ich mir jetzt extra nochmal diese Variante gekauft, um es dann doch spielen zu können. Ich fand nämlich Bayonetta 1 sehr gut, habe das damals auf der Xbox 360 durchgespielt und es war echt ein hammergutes Spiel. Und den zweiten Teil, da habe ich ja die Demo gespielt auf der Wii U und auch das hat mir sehr gefallen und deswegen wollte ich das jetzt unbedingt haben zum richtig Durchspielen. Ja, da habe ich hier dieses coole Special Pack, welches es ja im Laden gibt. Also es gibt halt das und Bayonetta 2 einzeln. Bayonetta 1 einzeln bekommt man irgendwie gar nicht. Aber ja, was soll's, das stört mich jetzt nicht weiter. Ich freue mich, dass ich das nochmal auf der Wii U spielen kann. Das Cover, wie gesagt, finde ich hier sehr schick, weil das hier einmal mit Bayonetta 2 und mit Bayonetta 1 so zu sehen ist. An der Seite sieht man nicht wirklich irgendwas, nur nochmal den Titel und Special Edition. Und auf der Hinterseite haben wir drei Screenshots, die relativ klein sind. Und da steht halt, dass es atemberaubende Waffen und Angriffe gibt oder auch einen Mehrspieler-Online-Modus. Und ja, was du für Controller benutzen kannst und das war's dann eigentlich auch schon. Sonst steht da sehr viel Text. Ja, ich pack's mal aus und wir schauen mal da rein. Wenn man das hier oben aufklappt, hat man dann zwei Spiele drin. Die sehen dann so aus. Finde ich echt schick, dass das beide auch natürlich mit Hülle ist, weil ich mag ja sowas immer. Und da steht an den Seiten halt Bayonetta 1 und 2. Auf der Rückseite haben wir jeweils ein paar Screenshots. Da steht zum Beispiel, diese Hexe befiehligt Engel zurück zum Schöpfer von Teil 1. Und bei Teil 2 steht, die Hexe ist zurück. Ja, was ja bei Teil 1 jetzt ein bisschen anders ist, ist, dass du ja so ein paar Kostüme hast, wo du unter anderem im Link-Outfit oder im Samus-Outfit oder auch Peach herumlaufen kannst und kämpfen kannst, was ich sehr cool finde. Ich bin gespannt, wie das dann so ist, wenn ich als Link herumlaufe. Und ja, freue mich sehr darauf, das nochmal durchzuspielen. Deswegen packe ich das jetzt mal zuerst aus und schaue mal, wo ich hier diese Folie mal gegriffen bekomme. Nämlich hier irgendwo. So, Folie weg, an die Seite. Und irgendwie aufgekriegt. So. Und so, gehen wir das mal ab hier. So, da haben wir dann auch die Hülle ohne Folie. Ich packe es mal auf. Und da haben wir hier einmal eine Disc, die eigentlich das gleiche Bild hat wie das Cover auch. Aber das ist nicht schlimm, weil das ist ja ein ganz schickes Cover, wie ich finde. Und dann haben wir hier einen Club Nintendo Code, die Software-Anleitung und ein Nintendo Sicherheitsheft. Also leider keine wirkliche Anleitung, sehr schade. Aber gut, kann man nicht ändern. So viel erstmal zum ersten Teil, den ich natürlich auch dann zuerst spielen werde. Und dann haben wir hier Bayonetta 2, auch das werde ich jetzt mal auspacken. So, einmal hier so entlang und einmal das. Das ging viel leichter ab, warum auch immer. Und wenn wir das öffnen, haben wir hier auch eine Disc, die wieder so das gleiche Cover hat wie auch die Hülle. Und hier haben wir auch wieder die Sicherheitshinweise wie beim anderen und einen Club Nintendo Code. Ja, sehr schön. Ich freue mich drauf und ihr könnt mir gerne mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr denn Bayonetta auch gut findet, ob ihr euch auch die Wii U-Teile jetzt gekauft habt oder nicht. Ist jetzt schon etwas länger draußen, sage ich mal, und vielleicht habt ihr es ja auch schon durchgespielt. Ich bin gespannt und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, das war wieder euer Bannermeister.